Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich diese leckeren, fluffigen Muffins. Gehen wirklich sehr schnell und schmecken dir so lecker mit Cranberries, mit getrockneten Cranberries. Und wenn man da drauf beißt, diese kleine säuerliche Geschmack zwischen den Süßen, es schmeckt so lecker, wirklich. Kann euch nur empfehlen, mal nachzubacken. Und so sehen die aus. Und eine habe ich auch schon aufgeschnitten. Und so sieht der in Schnitt. Sehr, sehr, sehr locker. Sehr weich. Ups. Schaut ihr. So weich. Richtig weich. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese Muffins gebacken? Dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Bevor wir anfangen mit dem Teig zu bereiten, werden wir erstmal Backofen anmachen zum Vorheizen. Ich nehme 175 Grad Umluft oder 190 Grad Ober-Unterhitze. Wir fangen damit, dass wir erstmal Mehl, Backpulver und Natto dosieren. Ich nehme so ungefähr auf die Spitze von den Teelöffeln. Hier alle Zutaten zu diesem Rezept stehen wie immer unten in der Beschreibung. Ihr braucht einfach auf die Videotitel draufklicken, danach auf Wort mehr und da können Sie alles nachlesen. Stellen wir das erstmal an die Seite und werden wir erstmal die Eier trennen. Ich habe hier zwei Eier. Die Eigelb geht in eine Schüssel und Eiweiß geht in die andere Schüssel. Und werden wir erstmal Eiweiß mit so einer Prise Salz steif aufschlagen. So, der Eiweiß ist steif. Geben wir dazu einen Teelöffel von dem Vanillezucker oder nehmt ihr ein Päckchen. Dann habe ich hier 20 Gramm gemahlene Mandel, aber meine Mandel sind mit den Schale. Kann man natürlich Blanchette nehmen, dann sind die schön weiß. Geben wir dazu und den Cranberries. Und werden wir das alles schön unterheben. Das wird unsere Füllung. So, stellen auch an die Seite. So, jetzt nehmen wir unsere zwei Eigelbe, was wir an die Seite gestellt haben. Geben wir da auch Vanillinzucker, Prise Salz, Zucker und Öl. Und werden es auch so kräftig aufschlagen. So, ich habe ungefähr so 1,5-2 Minuten aufgeschlagen, dass der Zucker besser sich auflöst. Jetzt geben wir den Joghurt oder Buttermilch kann man nehmen. In meinem Fall ist Vanillebuttermilch mit Vanillegeschmack. Kurz umrühren. Und jetzt können wir unsere Mehlmischung dazu geben. Einfach in zwei Portionen. Und dann restliche. Und da ist schon unser Teig fertig. So, jetzt meine Muffinsform habe ich vorbereitet. Es kann man natürlich mit Butter gut bestreichen und einfach so auspacken. Aber weil wir für unterwegs jetzt nehmen unsere Muffins, habe ich auch diese Papierformchen genommen. Jetzt werden wir einfach erstmal einen Esslöffel von dem Teig geben in jede Formchen. Und dann obendrauf verteilen unsere Cranberries mit dem Eiweiß. So, verteilen wir komplett unsere Füllung in die Muffinsform. Und obendrauf einfach restliche Teig. Erstmal so ein kleinerer Löffel und dann, wenn ihr seht, dass noch ein bisschen was übrig geblieben ist, kann man noch verteilen. Hat gut gepasst. So sieht jetzt das aus.
Das geht jetzt so ungefähr für 24 Minuten backen. Schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. Jeder Backofen ist unterschiedlich. Ich stelle auf die dritte Schiene bei 175 Grad Umluft. Einfach Stäbchentest machen. So, ich habe meine Muffins 22 Minuten im Backofen gehabt. Ich habe auch schon probiert und das Stäbchen ist trocken, dann ist das alles fertig. Jetzt lassen wir die bisschen in die Form abkühlen, besonders wenn ihr ohne Papierformchen backt, dann werden die Muffins besser aus der Form rausgehen. Nach 10 Minuten lege ich die auf den Gitter und lassen wir die vollständig abkühlen. Kann man die dekorieren mit dem Guss, so einen Zuckerguss macht, mit Zitrone und so weiter. Ich habe mich heute entschieden, dass ich die werde mit dem Schokolade ein bisschen so dekorieren. Ich habe die Schokolade schon zum Schmelzen auf Wasserbad gestellt. So, die Muffins sind schon abgekühlt. Ich habe jetzt auf den Blech den Gitter gestellt, wenn es von Schokolade was runtertropft, das nicht auf den Tisch, sondern auf den Blech. Und einfach so drauf machen. Eventuell kann man mit den gehackten Nüsse bestreuen, weil wir da Mandel drin haben. Oder einfach Butt machen, weil wir gehen mit den Kids wandern. Dann ist das auch für die Kinderaugen was bisschen Buntes. Es muss auch nicht viel sein. Habe ich jetzt fertig dekoriert. Jetzt brauchen wir, dass die Schokolade fest wird und dann schneiden wir eine auf und schauen, wie es aussieht. Und ich weiß, die schmecken so lecker und so locker. Ihr bestimmt seht, dass einer fehlt. Es wurde mir schon einer geklaut zur Probe. Schmeckt sehr lecker, sehr locker. Dieses Rezept kann man auch in eine große Form machen, wie eine Torte. Wird auch super funktionieren in einer zum Beispiel 26er Form. Könnt ihr ausprobieren, wenn ihr keine Muffinsform habt oder Muffins mögt nicht. Könnt ihr als kleiner Kuchen in den Tortenform backen. So, meine Lieben, jetzt werden wir mal eine nehmen und mal probieren. Ich schneide einfach so gleich mit Papier. Schaut, oh wei, wie schön weich sind die. Richtig, richtig locker. Schaut, richtig weich. Schaut. So, jetzt muss man aber eine Tasse Kaffee machen und diese ganze Krümel aufessen. Wirklich sehr leckerer Teig, sehr fluffiger Teig, sehr, sehr, sehr lecker. Würde euch empfehlen, mal ausprobieren und das nachzubacken. Ich wünsche euch, liebe Freunde, viel Spaß beim Nachbacken, beim Ausprobieren, eine schöne Kaffeezeit mit eurer Familie oder Freunde oder ganz allein. Es ist egal, Hauptsache schmeckt. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!